Das ist jetzt lebensbedrohlich. Ansonsten ist natürlich Alkohol am Ende mit meinem Land quasi der allererste Schritt, die kritischen Blutungen. Oder sie wurde der Länge. Alles, was heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Groß genug ist ja relativ. Oder, was machen Sie da? Vielleicht sollten wir da nochmal drüber reden. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Sanitäter Fresh Up. Dieses Mal nach der letzten Folge Herz-Kreislauf-System, Physiologie mit den Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems, die uns so interessieren. Genau, dabei gucken wir uns heute die häufigsten und wichtigsten Erkrankungen am Herz-Kreislauf-System an und starten gleich mit dem häufigsten, mitunter auch dem gefährlichsten, nämlich dem akuten Koronarsyndrom. Vielleicht allgemein noch gesagt, früher wurde das durchaus auch mal unterteilt in Herzinfarkt und Angina pectoris oder pektanginöse Beschwerden. Das machen wir nicht. Wir fassen das alles unter diesem Begriff akutes Koronarsyndrom zusammen, weil wir eben in der Präklinik, also bei uns im Sanitätsdienst, diese Unterscheidung zwischen den einzelnen Sachen gar nicht richtig treffen können. Ja, genau. Also allgemein akutes Koronarsyndrom, was bedeutet das? An sich heißt es nur, dass das Herz als Muskel nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt wird. Das kann daran liegen, dass die Herzkranzgefäße plötzlich verstopft sind. Es kann sein, dass sie verengt sind. Es kann sein, dass sie verkrampft sind. Das Ergebnis ist immer das gleiche. Der Herzmuskel als solcher bekommt nicht mehr genug von dem, was er braucht. Und das Ganze äußert sich dann vor allem in den Leitsymptomen Brustschmerz, Brustenge, Luftnot. Gelegentlich gibt es auch weitere Symptome wie ausstrahlende Schmerzen. Also diese Brustschmerzen können durchaus auch vom Oberbauch bis unter Kiefer sein oder mitunter in den Arm ausstrahlen, also oder in die Arme, wobei gewöhnlicherweise eher in den linken Arm oder auch in den Rücken. Also alles, was so in einigermaßen Nähe zum Herzen liegt, kann dabei wehtun. Und natürlich kommt es auch zu weiteren Symptomen, wie zum Beispiel Schocksymptomatik. Also ganz berühmt auch für den Herzinfarkt ist diese Kaltschweißigkeit, Blässe und natürlich Todesangst. Das wird von Patienten dann auch so beschrieben, dass sie eben wirklich das Gefühl haben zu sterben. Und weitere Erscheinungen sind auch Übelkeit, Erbrechen. Und je nachdem, wie lange halt diese Unterversorgung am Herzen voranschreitet oder schon besteht, kann es natürlich auch immer weitergehen. Das heißt, dass das Herz immer weiter Schaden nimmt und irgendwann auch nicht mehr in der Lage ist, seinen originären Aufgaben des Aufrechterhaltens eines Kreislaufs nachzukommen. Und dann kann es eben über Bewusstlosigkeit bis hin zum Kreislaufstillstand kommen. Ja. Und was wir machen, also klar, wir gehen wie immer nach unserem ABCDE-Schema vor, das ist ja klar, wir machen auch immer unsere Basismaßnahmen. Was wir spezifisch tun können, mal abgesehen davon, das zu erkennen, und rechtzeitig den Rettungsdienst dann zu informieren, also rechtzeitig heißt so früh wie möglich, ja, ist erstmal hier eine Oberkörperhochlage, solange der Mensch noch bei Bewusstsein ist, solange er stabil ist, eine Oberkörperhochlage herzustellen. Wir wollen so ein bisschen das Herz entlasten. So, das heißt, wenn ich das hochnehme, kommt nicht so viel Blut zurück, muss es nicht so viel Blut wegpumpen. Wunderbar, viel weniger Arbeit für das Herz, was wir da erreichen. Ne? Manche, wir haben es, du hast es ja eben schon erwähnt, ne? Wir haben diese Leute, die auch eine Angina pectoris, das ist eigentlich nichts anderes als das Wort Brustenge auf Latein, haben die sich dahinter versteckt. Ne? Und wenn die das haben, dann kann es eben sein, dass die solche Medikamente mithaben, ne? Dieses Nitrospray zum Beispiel, dass ihnen das extra für solche Momente mitgegeben wurde. Wenn das so ist, dann können wir da gerne auch assistieren in der Medikamentengabe, so heißen, wir können ihnen das anreichen, wenn die das in ihrer Tasche dabei haben oder so. Und dann können die das entsprechend sich unter der Zunge selber verabreichen. Da ist immer wichtig, dass wir da vorher nochmal so ein bisschen die Kreislaufwerte kontrollieren. Ne? Ja. Also Nitro senkt ja ganz stark den Blutdruck, wenn es will. Und wenn der von vornherein schon niedrig ist, sollte man ihn dann nicht mit Nitro weiter senken. Dann haben wir den Salat. Dann sind wir tatsächlich wieder beim weiteren Symptom der Bewusstlosigkeit, die man dabei dann auch selber herbeiführen kann. Genau. Ich denke, es ist insgesamt sowieso eine gute Idee, Patienten auch immer zu fragen, ob Beschwerden, die sie haben, ob sie die kennen, ob sie das schon mal hatten und ob sie eventuell auch einfach vom Arzt Medikamente verschrieben bekommen haben. Das ist ja nicht nur hier der Fall, sondern das gibt es ja durchaus auch zum Beispiel bei Asthmatikern, die ihr Asthma-Spray haben. Also im Zweifelsfalle immer fragen bei Patienten, hatten sie das schon mal, haben sie da vielleicht vom Arzt Medikamente verschrieben bekommen, die sie in genau so einem Fall nehmen sollen. Ja. Hatten Sie das schon mal, ist sowieso ein guter Punkt.
so, wenn wir jetzt vom akuten Corona-Syndrom so schon ein Stück eigentlich weggehen, weil, wie gesagt, das Wichtigste erkennen und da sein und versuchen, das, was wir können, zu tun. Was halt die halt oft in der Folge entwickeln, also wenn sie tatsächlich einen Herzinfarkt hatten, ne, ist ja die Herzinsuffizienz. Ja, das heißt, da ist ein Teil des Muskels zum Beispiel abgestorben, das ist eine Möglichkeit, gibt auch andere Optionen. Ne? Kann sein, dass der falsch gewachsen ist, zu stark gewachsen ist oder nach Infekten kann das vorkommen. Das Entscheidende ist, die teilen das Problem, nämlich das Herz schafft es sozusagen, ist nicht mehr so, die maximale Leistungsfähigkeit ist herabgesetzt. Ne? Wenn man so will, kann man sagen, das Herz ist schwach. Herzschwäche ist genau. Quasi der deutsche Begriff. Also der Muskel leistet einfach nicht mehr das, was er leisten soll in dem Umfang, der halt nötig wäre für ein normales Leben. Genau. Wenn man so will. Und womit die dann zu uns kommen meistens, ist einfach primär eine Luftnot. Die haben auch mal Brustenge, die haben auch eher selten so leichte Schmerzen, aber eigentlich ist das sehr ungewöhnlich. Ja? Was die halt öfter noch haben ist und was die auch so beschreiben, ist halt, die sind ganz schnell außer Atem. Ja, das geht von, ich gehe ein paar Meter und bin außer Atem, bis hin zu, ich sitze und bin außer Atem. Also das Sitzen alleine ist eine zu große Anstrengung fürs Herz. Ja? Dann, wenn wir sie untersuchen, ne, wenn wir unsere Basismaßnahmen auch hier machen, dann kommen wir ganz schnell darauf, die haben eine relativ hohe Herzfrequenz oft, weil das Herz eben nicht mehr so kräftig pumpen kann, versucht das zu kompensieren. Ja? Ja. Und gleichzeitig aber nicht so einen fürchterlich hohen Blutdruck, ja? Wie man das vielleicht erwarten würde. Und die kennen das eben schon. In der Regel ist das nichts, was bei uns erstmalig auftritt, sondern sozusagen, das kennen die oft schon und kommen dann damit zu uns, dass sie sagen, es ist wieder so schlecht. Und was können wir hier tun? Hier können wir eigentlich genau das Gleiche tun. Was wir eben schon gesagt haben, wir können erstmal das Herz entlasten mit so einer Oberkörperhochlage. Auch da, das ist kaputt, das kann nicht mehr so kräftig arbeiten. Entspannung. Und das schaffen wir eben durch diese Oberkörperhochlage. Wenn die wirklich sagen, ich habe hier massive Luftnot, es wird auch nicht besser und vielleicht können wir das sogar messen, haben vielleicht ein SpO2-Gerät mit dabei oder so, dann kann man auch Sauerstoff dazugeben, auch wenn das jetzt sozusagen die Lunge ja nicht das eigentliche Problem ist. Und jetzt fällt mir gerade auf, das habe ich jetzt im Witz dazu geschrieben, das machen wir bitte im Sanitätswachdienst noch nicht. Wir können natürlich ein Kunstherz implantieren oder ein Herz transplantieren. Nein, das machen wir nicht. Aber es weist halt so ein bisschen auf diesen roten Faden, der sich schon seit dem akuten Corona-Syndrom so ein bisschen durchzieht, dass das Kern oder der Kernnachricht ist ja, dass das ursächliche Problem, was vorliegt, können wir mit den Mitteln, die wir haben, einfach nicht beheben. Das heißt, Hilfe für diese Menschen kann nur dadurch erfolgen, dass eben im Ernstfall der Rettungsdienst zügig gerufen wird, um eben im Falle vom akuten Corona-Syndrom die Herzkranzgefäße wieder freizumachen oder eben im Fall der Herzinsuffizienz. Da gibt es ja auch Möglichkeiten mit Medikamenten oder Ähnlichem noch so ein bisschen, ich sag mal, was aus der alten Pumpe rauszuholen, so gut es geht. Das sind alles Dinge, die können wir natürlich nicht leisten. Da müssen wir halt erkennen, okay, das ist etwas, da sind unsere Grenzen überschritten, da müssen wir veranlassen, dass diesen Menschen weiter geholfen wird. Ja. Bei nicht so ganz akuten Sachen, wo halt die Leute einfach nur feststellen, dass es irgendwie in den letzten Wochen schlimmer geworden sei oder so, kann man halt auch darauf hinweisen, dass sie sich eben bei ihrem behandelnden Arzt vorstellen sollten, um das abzuklären, um das nochmal weiter zu besprechen oder halt zu gucken, ob Medikamente, die sie eh schon nehmen, von der Dosierung her angepasst werden müssen. Also im Großen und Ganzen, das sind so... Das ist die Nachricht dabei. Wir können halt die Ursache nicht beheben, weshalb wir auf weitere medizinische Versorgung verweisen müssen. Ja. Ansonsten, ich weiß gar nicht, haben wir sowas wie eine wie das Lungenödem hier schon drinne? Nee, das haben wir bei der Lunge. Dann weisen wir da vielleicht nochmal darauf hin, dadurch, dass eben das Herz nicht mehr so gut pumpen kann, kann es durchaus sein, dass sich Flüssigkeit im Körper staut. Und das äußert sich halt in Flüssigkeitsansammlungen. Passiert das in der Lunge, nennen wir es Lungenödem. Passiert das in den Beinen, ist das halt ein Beinödem. Das heißt, Patienten mit Herzinsuffizienz haben als Symptom durchaus auch mal geschwollene, dicke Beine mit Wassereinlagerungen oder eben Wasser in der Lunge. Ja. Genau. Weil was kann am Herzen noch so kaputt gehen, was uns irgendwie interessieren könnte im Wachdienst oder im Rettungsdienst oder so? Wir haben ja das beim letzten Mal schon erwähnt, falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut euch an das Video zur Physiologie. Das Herz hat seinen eigenen Herzrhythmus. Ja? Und was da ist, kann meistens auch kaputt gehen. So ist es ja bei allen guten Sachen. Und so ist es eben auch beim Herzrhythmus. Wir können Herzrhythmusstörungen haben. Ja? Also ich meine, wir alle kennen, glaube ich, das Wort Sinusrhythmus. Das ist
dieser schöne Rhythmus, den man auch in Film, Funk und Fernsehen immer sieht, wenn irgendein gesunder Mensch dargestellt werden soll. Es piept immer so schön regelmäßig. Wie du schon sagst, alles, was schön und heil ist, kann natürlich kaputt gehen. Das heißt, es gibt viele Möglichkeiten, wie so ein Rhythmus aus den Fugen geraten kann. Und je nachdem, wie er aus den Fugen gerät, kann das dann Symptome machen. Wir haben jetzt hier als Symptome sowas wie Herzstolpern, Herzrasen und Schwindel. Also es gibt durchaus Patienten, die dann beschreiben, dass sie wirklich das Herz in der Brust oder sogar bis in den Hals hinein pochen spüren. Wer von euch schon mal so richtig schön einen Sprint gemacht hat, kennt das sicherlich auch. Nur, dass es da sich einfach dazugehört, dass man dann irgendwann merkt, wie das Herz bis zum Hals schlägt. Und es gibt halt Menschen, bei denen kann das durchaus passieren, ohne dass vorher Sport gemacht wurde. Also ohne, dass es irgendeinen sinnvollen Grund dafür gibt, dass das Herz plötzlich so doll schlägt. Oder genau die andere Seite, dass das Herz eben viel, viel langsamer schlägt, als es eigentlich sollte. Ja, genau. Das dann auch, sind dann logischerweise auch die Dinge, die wir messen können. Also wenn ich dann Puls taste, Basismaßnahme erneut, dann stelle ich fest, dieser Puls ist entweder unregelmäßig, das ist die eine Möglichkeit, oder der ist deutlich zu langsam. Also Herzfrequenzen unter 60 Schläge pro Minute, unter 50 Schläge, vielleicht sogar unter 40 Schläge pro Minute. Dann merke ich, okay, das ist deutlich zu langsam. Oder natürlich, auch das ist eine Herzrhythmusstörung, ich kann das auch deutlich zu schnell haben. Also wir haben ja gesagt, so immer 60 bis 100 Schläge pro Minute ist normal, so, ja. Pi mal Daumen. Alles über 100 ist ungewöhnlich und da können wir hochgehen bis 120, 130, wenn es ein bisschen ist. Und wenn wir dann rein, jetzt wird es hier richtig eilig, dann kommen wir in die Richtung 160, 180, 200. Ja, bei jungen Menschen ist auch 200 ja. tatsächlich noch möglich. Das ist also so ein richtig schönes Staccato, was da rauskommt. Ja? Und wir haben natürlich dann auch das Problem, sowohl beim Puls, der viel zu hoch ist, als auch beim Puls, der viel zu niedrig ist, ist es dann auch einfach irgendwann nicht mehr möglich, also es ist reine Physik, einen sinnvollen Blutdruck aufrechtzuerhalten. Also bei einem viel zu hohen Puls schafft das Herz es nicht mehr, sich richtig auszudrücken und auch in der Entspannungsphase wieder zu füllen und wieder auszudrücken. Das heißt, da wird irgendwann einfach nicht mehr genug Blutmenge gefördert. Auf der anderen Seite, beim zu niedrigen Puls, ist es natürlich noch möglich, dass das Herz sich komplett entleert und danach wieder in Ruhe füllt, aber das passiert einfach zu selten. Und dementsprechend, ihr seht es hier auch stehen, macht das dann Kreislaufbeschwerden, Sterne sehen, schwarz vor Augen, bis hin zu tatsächlich Synkope, Brustlosigkeit, einfach weil der Blutdruck nicht mehr ausreicht, beziehungsweise die Versorgung mit Blut und allem, was dazugehört, nicht mehr gewährleistet ist. Dementsprechend seht ihr auch schon bei den Maßnahmen Reanimationsbereitschaft. Also wenn plötzlich der Herzrhythmus sich verändert, ist das schon ein Zeichen dafür, dass irgendwas grundsätzlich nicht stimmt und man läuft auch Gefahr, dass der Herzrhythmus sich dann weiter verändert zu einem Rhythmus, der einfach mit dem Leben nicht mehr vereinbar ist. Von daher Reanimationsbereitschaft, sollte er da sein, AED oder so, schon mal bereitlegen und auch sich darauf einstellen, dass man ihn eventuell einsetzen muss. An dieser Stelle vielleicht noch ein kleiner Verweis an unsere Lehrvideos zum Reanimationsalgorithmus und unsere Vorträge zum Thema Reanimation, die wir dann hier einblenden werden in der Post-Production. Ansonsten geht in eine ähnliche Richtung, Lagerung in Bodennähe. Ich habe mal gelernt, was liegt, kann nicht mehr fallen und so ist es dann auch. Soweit es geht, je nach Empfinden des Patienten eben Oberkörperhochlage, um zu versuchen, das Herz zu entlasten. Je nachdem, wie es ist, kann man es auch mit der Schocklage probieren, wobei man da halt auch vorsichtig sein muss. Wir hatten in der letzten Folge schon darüber gesprochen, dass natürlich sowas wie eine Schocklage dazu führt, dass viel Blut zum Herzen zurückkommt, was eine Belastung fürs Herz ist. Also sollte es den Patienten unter der Schocklage schlechter gehen, dann... Bitte nicht. Wieder aufheben und rückgängig machen, was wir angefangen haben. In der Regel ist tatsächlich das, was Patienten einem sagen, ein ganz guter Anhalt. Wenn sie sagen, oh nee, das geht nicht, dann nichts erzwingen. Genau. Und ich glaube, wir können es nicht oft genug sagen in der heutigen Folge. Rettungsdienst rufen. Die Ursache des Problems können wir nicht beheben. Von daher Rettungsdienst rechtzeitig rufen, um eine weitere medizinische Versorgung zu veranlassen. Und wenn wir es haben, ein EKG ableiten. Ja, genau. Wo wir dann auch sicher sagen könnten oder dem Rettungsdienst das mitgeben könnten, woher das kommt. Genau. Vermutlich. Zumal es dann halt auch eine Möglichkeit gibt, wie gesagt, das kann sich ja ändern, so ein Rhythmus. Das hat auch ein bisschen was mit Spurensicherung zu tun, wenn wir haben, ein EKG zu schreiben. Einfach, dass man sagen kann, am Anfang war es EKG so, es hat sich dann im Verlauf so entwickelt und war am Ende Folgendes. Also
lohnt sich durchaus, das EKG, wenn man es hat, auch zu schreiben. Ja, ja. Ja, das führt in der Regel zu einem niedrigen Blutdruck, also zu einem Kreislaufversagen, weil irgendwie sozusagen, hast du ja schon erzählt, die Mechanik nicht mehr so richtig abgestimmt ist. Was wenig damit zu tun hat, sondern genau in die gegenteilige Richtung geht. Deswegen ist das der nächste Punkt sozusagen, ist eine hypertensive Entgleisung. Ja, was ist das? Da führt ein Fehlregulationsmechanismus im Körper. Ja, es gibt verschiedene Punkte, an denen das ansetzen kann, dazu, dass unser Körper dafür sorgt, dass wir einen gigantisch hohen Blutdruck haben. Ja, also wir sprechen wirklich von exorbitant hohen Blutdruckwerten. Ich weiß nicht, hast du einen persönlichen Rekord, den du mal gemessen hast bei jemandem? Ich habe gerade kurz überlegt bei mir und musste überlegen, ob ich jemals meinen Blutdruck in einer außergewöhnlichen Situation gemessen habe. Also ich glaube, das Höchste, was ich mal hatte, war tatsächlich irgendwie systolisch im Bereich 230 oder mehr, wo dann halt auch irgendwann die Geräte selber aussteigen, weil die, also zumindest die automatischen Geräte in dem Bereich nicht mehr gut messen können. Ja, ja. Manuell messen, ich gebe es offen zu, mache ich gar nicht. Also das ist ja... Man wird dann ja irgendwann faul, wenn man Geräte hat, die automatisch den Blutdruck messen können. Wobei natürlich auch hier gesagt sei, dass die manuelle Messung an sich immer überlegen ist, weil die automatischen Messungen ein anderes Verfahren verwenden als unsere vertrauenswürdige manuelle. Aber mein Rekord liegt tatsächlich manuell gemessen, im Rettungsdienst zwar, aber manuell gemessen. Liegt bei 255 systolisch. Respekt. Der Mann hatte, und das ist dann führt uns dann zu den Leitsymptomen, der Mann hatte Kopfschmerzen. Nein. Das ist das Gehirn so nicht gewohnt und genau genommen der ganze Kopf so nicht gewohnt. Ja. Der kam auch mit Kopfschmerzen, das war so der Grund, warum er uns gerufen hatte. Was er nicht hatte, was aber auch passieren kann, ist, dass die starkes, unstillbares Nasenbluten haben, so ganz spontan. Ne? Also klar, wenn du einen auf die Nase bekommst, fängt die Nase an zu bluten. Aber weil das so ganz feine Gefäße sind, ja, so ein kleines Gefäßnetz sitzt da in der Nase drin, kann das bei dem Blutdruck dann irgendwann auch mal passieren, dass das von alleine platzt. Ja. Und nicht nur das, dadurch, dass da so ein hoher Blutdruck ist, funktioniert natürlich auch das Verschließen von Wunden einfach nicht mehr so gut, weil dieser Druck mit diesem konstanten Fluss einfach die Blutgerinnung gar nicht mehr ermöglicht. Ja, ja, genau. Und wenn man die sich dann anschaut, dann passt das auch dazu. Ne? Wir haben gesagt, Kopfschmerzen, weil da zu viel Blut durchfließt, so sieht der Kopf halt auch aus. Ne? Hochrot, schwitzig, gerade auch so oft der Kopf selber schwitzig. Das Gehirn kann damit auch nicht mehr richtig umgehen und das führt dann eben zu so Sachen wie Schwindel, wie Sehstörungen, die so sagen, ich kann irgendwie nicht mehr so richtig sehen, fühlt sich alles so ein bisschen verschwommen vielleicht auch an. Übelkeit kann vorkommen, Erbrechen auch mal, das ist mir jetzt noch nicht untergekommen, aber es ist auf jeden Fall möglich. Ja, ja, was machen wir hier? Tja, eigentlich so ähnlich wie auch schon in den vergangenen Symptomen oder Erkrankungen, Oberkörperhochlagerung. Wir versuchen auch hier nach Möglichkeit, das Herz zu entlasten und dem Herz irgendwie klarzumachen, dass der Bedarf für diese Arbeit gar nicht besteht. Wir müssen den Rettungsdienst rufen, denn auch hier, wir können die Ursache mit unseren Mitteln nicht beheben. Es kann auch hier durchaus sein, dass Patienten schon bekannt Bluthochdruckprobleme haben und möglicherweise tatsächlich Medikamente auch gegen hohen Blutdruck haben, die sie bei Bedarf nehmen sollen. Also auch hier lohnt es sich wieder die Frage, hatten Sie das schon mal, haben Sie das öfter, haben Sie da eventuell Medikamente, die Sie gegen nehmen können? Rettungsdienst rufen natürlich. Zum einen bringt der Rettungsdienst Medikamente mit, wenn wir ihn alarmieren. Zum anderen hat der Rettungsdienst auch die Möglichkeit, Patienten dann zur weiteren Behandlung in die entsprechenden Fachabteilungen im Krankenhaus zu bringen. Von daher sind das unsere Sachen. Und ganz unten noch ein kleiner Hinweis eingeblendet. Vielleicht magst du dazu noch was sagen. Ja, da kommen wir bestimmt in einem anderen Video noch drauf zu sprechen. Aber hoher Blutdruck kann natürlich die Erkrankung an sich sein. Hoher Blutdruck kann aber immer auch Ausdruck einer anderen Erkrankung sein. Also eigentlich dann ein Symptom effektiv. Ja? Insbesondere bei hohem Blutdruck mit auch so diesen neurologischen Ausfällen dürfen wir unbedingt nicht vergessen, uns zu überlegen, vielleicht ist der Blutdruck nur so hoch, weil der Mensch in Wahrheit sozusagen kaschiert einen Schlaganfall hat. Ja, und dann wäre es natürlich tragisch, wenn wir hingehen und sagen, der hat einen hohen Blutdruck und der Rettungsdienst übernimmt das von uns vielleicht auch so, weil er auch nicht dran denkt oder so. Und im Endeffekt versuchen wir dann jemanden wegen eines hohen Blutdrucks zu behandeln und übersehen, dass der in diesem Augenblick einen Schlaganfall hat. Ja. Das wäre dramatisch. Ja, also da besonders eben dran denken, könnte sich auch was anderes dahinter verstecken. Schlaganfall werden wir bestimmt in einem anderen Video nochmal besprechen. Ja.
Ich denke, wir werden es auch im Verlauf der ganzen Serie merken, dass viele Dinge so ein bisschen Schnittmengen haben, was die Symptome angeht. Ja. Wir hatten es ja vorhin schon beim Lungenödem. Das heißt, eine Atemnot muss nicht immer nur von der Lunge kommen, es kann auch das Herz sein. Und hier haben wir ja in den Symptomen neurologische Ausfälle oder neurologische Symptome. Die müssen nicht immer vom Gehirn kommen, die können auch vom Herzen kommen oder andersrum. Das, was hier man leichtfertig aufs Herz schieben könnte, könnte auch neurologische Ursachen haben. Von daher immer so ein bisschen auch in Differentialdiagnosen denken und gucken, was könnte es noch sein, was muss ich noch überprüfen. Ja. Genau. Haben wir sonst noch irgendwelche... Ja, wir haben ein, zwei haben wir auf jeden Fall noch dabei. Ja. Und wenn wir schon sagen, wir machen ein Herz-Kreislauf-System, dann gehen natürlich nicht nur Dinge des Herzens kaputt oder eine Fehlregulation, sondern da kann natürlich auch woanders eine Arterie zugehen. Ja. Der akute arterielle Verschluss, manche kennt das auch so ein bisschen, gibt es noch die Abkürzung PAVK, periphere arterielle Verschlusskrankheit, kann man, manche sagen das deswegen oder stellen sich auch so vor. Ja. Das sind Menschen, wenn die zu uns kommen, kommen die mit extremen Schmerzen in einer Extremität in der Regel. Ja, also vorrangig Beine, selten auch mal der Arm, vorrangig sind es Beine. Und dann üblicherweise nicht beide, sondern nur eins. Ja, und sagen, ah, das tut fürchterlich weh. Also, ja. Was bringen die noch mit sich? Die bringen mit sich vor allem eben, dass dieser Schmerz da ist, dass dieser Schmerz aber besser wird, wenn sie ein bisschen in Ruhe sind. Das berichten die ganz oft. Ja? Ich glaube, im klassischen Sinne nennt man es ja auch die Schaufensterkrankheit. Ja. Anhand der Tatsache, dass Leute halt durch die, also früher gab es das ja mal so Einkaufszonen, so Fußgängerzonen und so mit Läden, analog und so, dass die Leute halt regelmäßig an den Schaufenstern stehen mussten, weil halt die Beine sonst wehgetan haben. Da ist so ein bisschen der Anknüpfungspunkt auch so an das, was wir aus dem Sanitätsdienst kennen, gerade auf größeren Veranstaltungen, wo die Leute halt viel durch die Gegend laufen, kann es dann durchaus passieren, dass eben Menschen mit dieser Erkrankung nach langem Stehen, langem Laufen Symptome entwickeln und sich bei uns eben damit vorstellen. Und von den Symptomen her kann man sich natürlich auch denken, wenn das Problem ist, dass die zuführenden Arterien verschlossen sind, kann man sich natürlich denken, dass dann entsprechend die Beine oder das Bein, das betroffen ist, unterkühlt ist oder blass ist oder man halt die Pulse nicht mehr gut tastet. Und natürlich, Schmerzen bessern sich in Ruhe. In Ruhe ist der Bedarf und der Verbrauch im Bein nicht mehr groß und das bisschen, was noch ankommt, reicht halt aus. Genau. Und es entspannt sich auch oft wieder. Es ist meistens nicht ganz zu, muss man sagen. Es ist schon noch ein bisschen hier offen, sagst du ja. Und jetzt drücken normalerweise von außen, wenn ich stehe, meine Muskeln gegen diese Arterie und machen die damit enger. Ne? Sobald ich mich hinsetze und diese Muskeln also auch selber entspanne, dann drückt das auch nicht mehr von außen auf die Arterie und die kann ein bisschen weiter wieder aufgehen. Ne? Und das dann führt uns ja auch unweigerlich zu dem, was wir tun können. Und hier können wir tatsächlich ganz gut helfen. Ja. Das eine ist zunächst einmal, dass wir sagen, wir sorgen dafür, dass die Leute sich nicht so viel bewegen, ja, und nicht so viel Anstrengung in dem entsprechenden Gebiet, also dem Bein oder dem Arm, machen. Ne? Hinsetzen, hinlegen, entspannen, ruhig. Ja? Genau, nach Möglichkeit die Extremitäten tief lagern. Der Gedanke dabei ist so ein bisschen, sich auch von der Schwerkraft helfen zu lassen, das Blut besser in diese Extremitäten reinzubringen. Von daher Extremitäten tief lagern, um eben so ein bisschen diese Versorgung zu verbessern und ein bisschen mehr Blut auch in die Extremität reinzubringen. Aber eben bitte nicht tief lagern, indem man die Leute stehen lässt. Genau, sondern irgendwo hinsetzen, ne, auf eine Trage, Bein runterhängen lassen. Genau. Weichpolstern ist meistens noch ganz angenehm, wenn das nicht so hart abliegt. Ja? Genau, kann man sich ein bisschen vorstellen, wenn man Schmerzen hat, möchte man es lieber weich haben. Ist es einfach nicht so schön, genau. Ja? Man kann noch überlegen, manchmal hilft das ein bisschen, wenn man es vorsichtig so ein bisschen anwärmt. Also nicht im Sinne von, ich halte es jetzt übers kochende Feuer, ja? Kochende Feuer, kochende, kochende Wasser. Kochendes Wasser, ja? Oder so, sondern ich wickel das halt irgendwie in eine Decke ein oder so, gerade wenn es draußen kalt ist. Ne? Irgendwie, wir sind auf einem Silvesterdienst oder irgendwie im Winter unterwegs. Dass das sich so ein bisschen aufwärmen kann. Ne? Auch da, Wärme sorgt ja dafür, dass sich Gefäße weiten. Und dann kommt da einfach ein bisschen mehr Blut noch durch. Genau. Ja. Also quasi den Wärmeerhalt, den wir sowieso machen, an der betroffenen Extremität einfach noch ein bisschen besser machen. Genau, explizit da ein bisschen drauf achten. Ja.
Ja, und wenn die Arterie zugehen kann, dann, oh Wunder, kann in so einer Extremität auch das Gegenteil kaputt gehen. Verrückt. Das ist krass, oder? Auch eine Vene kann zugehen. Ich sag's dir, selbst eine Vene kann zugehen. Ja, es ist nichts mehr sicher heutzutage. Und die kommen auch mit Schmerzen in der entsprechenden Extremität. Ja, die haben Schmerzen in dem Bein oder in dem Arm, in dem so eine große Vene dann verschlossen ist. Man nennt das dann auch tiefe Beinvenenthrombose, kann man mal gehört haben, ja. Oder überhaupt tiefe Venenthrombose. Und die kommen aber zu uns erstmal auch und sagen, mir tut das Bein weh, mir tut der Arm weh. Genau, und wenn man sich das dann anguckt, stellt man fest, dass wir hier quasi genau das Gegenteil haben. Statt blass und kalt haben wir hier tendenziell eher rötlich und geschwollen. Kann man sich auch vorstellen, der Abfluss ist verstopft, das Blut kann aus der Extremität nicht mehr raus, zurück in den Körper. Das heißt, es spielt alles an und man kann die Pulse natürlich noch tasten, denn der Weg rein ist ja nicht blockiert. Und es ändert sich halt auch durch Ruhe nichts, weil wir halt da ursächlich am Problemkomplex nichts ändern. Die Vene ist verstopft. Genau. Ja. Ja, was tun wir da? Auch das, wir versuchen erstmal ruhig zu stellen. Insgesamt sagt man so, perspektivisch in der Krankenhausbehandlung wird man das nicht immobilisieren. Ja? Aber im ersten Moment bei uns möchten wir das schon erstmal hinsetzen, weichpolstern auch da, ja, dass das nicht verkrampft, dass das nicht so wehtut. Und auch hier lagern wir die Extremität, aber wenn wir sie bei der Arterie runterlegen, ja, bei der verschlossenen, dann machen wir bei der Vene, das ist das Gegenteil, genau das Gegenteil, ja, wir lagern die Extremität also so ein bisschen hoch. Genau, ja. Der Versuch dabei ist, so ein bisschen den Blutfluss in die Extremität zu reduzieren. Wie gesagt, es fließt nicht ab, also sollten wir nach Möglichkeit verhindern, dass immer mehr nachkommt. Dementsprechend Extremität hoch, da hilft uns dann die Schwerkraft, indem sie so ein bisschen den Blutfluss in die Extremität verhindert. Genau. Und auch das vielleicht so ein kleiner Unterschied, die Leute mit dem Arterienverschluss haben das meistens, du hast es ja schon gesagt, so als Schaufensterkrankheit. Das heißt, die kennen das von sich, die haben das, die brauchen einen Moment Pause, einen Moment Hilfe, dann bessert sich das und dann gehen die in der Regel auch von alleine wieder. Bei dem Venenverschluss ist das ein bisschen anders. Der hat schon so ein gewisses auch Gefahrenpotenzial. Ja, richtig, genau. Den können wir nicht einfach gehen lassen. Ja, und zwar weder im wörtlichen noch im übertragenen Sinne. Also wir zwingen natürlich niemanden. Ne? Das dürfen wir auch nicht. Das wollen wir ehrlich gesagt. Also ich will das nicht. Ja. Aber hier ist schon der Krankenhausbesuch dringend angeraten. Das muss einmal untersucht werden. Ja, einmal sichergestellt werden, dass das so ein Venenverschluss ist. Und in der Regel muss man den eben auch behandeln. Auch akut genau. Behandeln. Also so in dem nächsten Moment. Weil das bietet ein gewisses Gefahrenpotenzial mit sich. Ganz genau. Wir haben ja gesagt, aus irgendeinem Grund ist die Vene dicht. In der Regel aufgrund eines Blutgerinnsels, also eines Thrombus, der sich gebildet hat. Passiert sehr gerne im Rahmen von längerem Stillsitzen oder sich nicht bewegen, also Reisen. Viele Patienten mit einem akuten venösen Verschluss berichten in Anamnese, dass sie gerade eine Langstreckenflugreise hinter sich hatten oder in der Bahn gesessen haben oder im Bus oder vergleichbar. Und dieser Thrombus, der sich dann da gebildet hat und die Vene verstopft, könnte sich durchaus lösen und weitergehen, und das ist jetzt der Anknüpfungspunkt auch an das, was wir in der letzten Folge hatten. Er wandert halt weiter in unserem System, wandert irgendwie in die große Hohlvene, es wird alles immer größer, ist soweit kein Problem, landet irgendwann im Herzen, wird eventuell weitergepumpt und es wird dann dummerweise im Lungenkreislauf, in der Lungenarterie erst wieder so eng, dass er stecken bleiben könnte. Und wenn das passiert, spricht man von einer Lungenarterienembolie, also einem Verschluss der Lungenarterie. Und das ist richtig ungünstig. Das macht mehr Probleme als einfach nur Schmerzen. Genau. Dazu kommen wir heute nicht. Das hat nicht mehr so direkt was mit Herzkreislauf zu tun. Das zählt man immer so ein bisschen zu den Lungennotfällen und Atmungsnotfällen. Ein Spannungsbogen müssen wir ja aufbauen. Richtig. Ja. Deswegen freut es uns, dass ihr dabei wart. Genau. Wir danken für eure Aufmerksamkeit. Wir hoffen, das alles einigermaßen sinnvoll erklärt zu haben. Wir sind natürlich für Anmerkungen und Kommentare jederzeit offen und freuen uns dann, euch bei der nächsten Folge wiederzusehen, und wünschen euch bis dahin noch viel Spaß.